Servus Leute, hier ist der Dennis und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Part meiner F1 2015 Mod-Karriere. Ja Leute, es geht jetzt hier weiter nach dem zweiten Platz beim großen Preis von Kanada im letzten Part. Geht es jetzt hier weiter mittlerweile mit dem achten Part, mit dem großen Preis von Österreich. Ja Leute, Heim Grand Prix hier für das Infinity Red Bull Racing Team. Der Sitz hier von Red Bull Racing ist zwar in Großbritannien der Hauptsitz von unserem Rennstall, aber Red Bull Racing fährt mit einer österreichischen Lizenz. Deswegen haben wir hier am Spielberg, am Red Bull Ring, wie die Strecke ja auch heißt, hier Heimrennen für unser Team. Und da müssen wir natürlich ans Äußerste gehen. Hier natürlich den österreichischen Fans, die natürlich, denke ich mal, zum größten Teil Fans von Red Bull sind, natürlich hier eine gute Show zu bieten, natürlich hier vielleicht versuchen sogar den Sieg zu holen, aber das wird natürlich schwer mit der großen Konkurrenz mit Ferrari, wo ja auch Sebastian Vettel im letzten Rennen gewonnen hat, wo wir ja wirklich chancenlos waren. Nicht nur wir im Red Bull waren chancenlos, sondern auch Nico Rosberg im Mercedes war absolut chancenlos gegen den Heppenheimer, und da scheint es vielleicht so, als würde sich Ferrari doch einmischen im Kampf um die Fahrerweltmeisterschaft, wenn nicht sogar auch noch im Kampf um die Konstrukteurs-WM. Aber das bleibt erstmal abzuwarten hier im Hintergrund. Übrigens, wie immer, denke ich mal, wie ich es jetzt in nächster Zeit machen werde, mein Setup, wie ich das Ganze hier zusammengebastelt habe. Ich habe zuerst mal so ein paar Longruns versucht auf den härteren Reifen, also erstmal so meine 4-5 Runden gemacht mit den härteren Reifen, und jetzt eben die Qualifying-Runde, wo es dann wirklich ernst wurde mit den Supersoft-Reifen hier am Spielberg, am Red Bull Ring in Österreich. Los geht es hier direkt schon mal die erste etwas steile Gerade, die etwas bergauf geht, dann die erste Kurve sehr schwer zu nehmen, wo man öfters mal aufpassen muss, dass man sich da eben nicht wegdreht, wie Lewis Hamilton als Beispiel im Qualifying hier im Jahre 2015. Wer das Ganze gesehen hat, der weiß da auf jeden Fall Bescheid. Jetzt geht es hier bergauf zum Ende hin des ersten Sektors. Da liegen Teile nach dem ersten Sektor in der Rechtskurve. Jetzt wiederum, nachdem es hier wirklich steil bergauf geht, geht es jetzt bergab. Also hier wirklich am Spielberg öfters mal Passagen, wo es entweder wirklich sehr steil bergauf oder eben bergab geht. Jetzt eben hier bergab in den zweiten Sektor hinein, jetzt hier die Rechtskurve, und gleich kommt eine Doppellinkskurve, danach eben eine schnelle Links und Rechts, und die letzten zwei Kurven sind eine Doppelrechtskurve. Jetzt eben hier die erste Linkskurve, dann direkt die nächste hinterher, und dann kommt gleich darauf eben die schnelle Rechtskurve. Hier wirklich sehr eng zwischen Nico Rosberg und Felipe Nasr noch irgendwie durchgekommen, und jetzt eben die Doppelrechtskurve mit der vorletzten und der letzten Kurve, und schließlich geht es dann auf die Start- und Zielgerade. Die Uhr bleibt stehen bei einer 1:10.167. Wir haben uns um 1/18 verbessert, das Ganze reicht für Platz 5. Doppelpol, wie immer eigentlich schon fast, für Mercedes, Hamilton von der 1, dahinter dann Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, dann wir von der 5, hinter uns dann Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr. und Max Verstappen. Auf dem 11. Platz haben wir dann noch einen Marcus Ericsson und auf der 12 den deutschen Piloten Nico Rosberg. Und auf der 12 haben wir dann noch den deutschen Piloten Nico Hülkenberg, der für das Sahara Force India Team an den Start geht. Gut, dann legen wir jetzt auch los mit dem Rennen, und ihr seht es schon, es sind Full-Wet-Bedingungen hier beim Rennen gewesen, und das Ganze auch noch 50%. Ich hatte ja schon beim letzten Part und auch beim vorletzten Part beim großen Preis von Monaco und auch in Kanada schon angekündigt gehabt, dass die nächsten Rennen immer 50% Rennen sein werden. Also beim großen Preis von Monaco habe ich gesagt, die nächsten zwei Rennen. Und das sind eben der große Preis von Kanada und jetzt hier auch der große Preis von Österreich. Es gießt wie aus Eimern, es sind Full-Wet-Bedingungen, und damit hätten wir eigentlich alle Sätze verbrauchen können von den Supersoft-Reifen im Qualifying. Aber nun ja, Schwamm drüber, wir müssen uns jetzt hier erstmal mit dem Regen auseinandersetzen. Ihr seht, es sieht wirklich sehr schlimm aus. Es schüttet wirklich wie aus Eimern. Hamilton von der Pole, Teamkollege Ricciardo von der 7 direkt hinter uns ins Rennen hineingegangen, und wir von der 5.
So, los geht es. Hinter Sebastian Vettel, vor Felipe Massa. Die Ampeln gehen an und der große Preis von Österreich in strömenden Regen beginnt. Also hier im Regen bin ich auch noch gar nicht gestartet. Wir kommen absolut schlecht weg. Massa zieht direkt an uns vorbei. Auch unser Teamkollege kommt an uns vorbei. Jetzt hier die erste Kurve. Bloß aufpassen, keine Kollision hier wagen. Sehr eng das Ganze. Sehr langsam, muss man hierbei mal auch erwähnen. Jetzt hier neben Nico Rosberg und Sebastian Vettel. Vettel jetzt momentan auf der 3 oder nee, Rosberg ist da doch schon ein bisschen weiter nach vorne. Und jetzt wird auf einmal Vettel auf der 3 angezeigt. Alles hier wirklich sehr verwirrend. Ich bremse viel zu früh, als ich eigentlich hätte müssen. Aber das Ganze reicht erstmal beim Start für Platz 4. Das Ganze hat mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen verwirrt, weil immer Rosberg vor uns angezeigt wurde, obwohl Vettel eigentlich viel weiter vorne war. Momentan auf Platz 4 liegend, beim Start verbessert von Platz 5 auf Platz 4, also das ist keine wirklich große Verbesserung, aber ich musste mich ja auch erstmal mit dem Regen zurechtfinden. Normalerweise bin ich noch gar nicht gefahren im Regen hier in F1 2015 Mod-Karriere und auch generell bin ich absolut nicht hier in F1 2014 überhaupt an den Regen gewöhnt. Ich hatte auch wirklich sehr wenige Regenrennen in meiner F1 2014 Karriere, wer sich noch daran erinnern kann. Aber wirklich mithalten konnten wir nicht mit der KI. Wir sehen schon hier nach dem zweiten Sektor ist Sebastian Vettel knapp 2 Sekunden vor uns. Also da war die KI im Regen zumindest doch deutlich schneller als wir. Im Qualifying sah das Ganze sehr gut aus, aber hier im regnerischen Österreich am Red Bull Ring war anscheinend die KI doch im Vorteil. Wie man schon sieht, es gießt wirklich wie aus Eimern, es gießt hier in Strömen und wir gehen jetzt hier in die dritte Runde hinein. Bergab geht es jetzt hier und dann kommt es plötzlich, der Verbremser und dann eben ins Kies hinein. Wenn ich mir das Ganze jetzt hier nochmal anschaue, frage ich mich eigentlich, warum ich so ein bisschen hektisch gelenkt habe und dann auch noch irgendwie schon quasi in Richtung Kies gelenkt habe. Wir verlieren Plätze auf Platz 9, wir werden sogar auf Platz 10, nein, nicht sogar, wir werden auf Platz 11 zurückgereicht, bis auf Platz 11 von Platz 4 auf Platz 11 zurückgereicht. Also das ist wirklich sehr bitter da, einen sehr dummen Fehler gemacht bergab, da ein bisschen Lockup gehabt, bisschen blockierende Räder und dann war das Ganze hier schon besiegelt, dass wir Plätze verlieren. Platz 11 hinter Fernando Alonso momentan. Hinter dem McLaren, der sich momentan auf Punkte freut. Ein Punkt für McLaren. Ich glaube, hier in dieser Mod-Karriere haben sie schon mehr als einen Punkt. Aber in echt, denke ich mal, hätte sich Jan Alonso wirklich sehr gefreut. Jetzt eben im Windschatten von Fernando Alonso in die erste Kurve hinein. Man sieht schon, man sieht eigentlich gar nichts. Also das sieht man. Man sieht, dass man gar nichts sieht. So, hier in der ersten Kurve wirklich sehr langsam. Alonso wird auch blockiert von Eriksen. Wir kommen ganz locker, easy an Alonso hier in der ersten Kurve vorbei beim Rausbeschleunigen. Jetzt im Windschatten vom schwedischen Sauberpiloten Marcus Eriksen. Jetzt natürlich hier raus aus der Gischt und sehr spät bremsen. Das Ganze sehr eng in die Kurve, die jetzt hier bergauf geht. Und gleich geht es auch schon wieder bergab. Aber wir gehen jetzt hier am Ende der vierten Runde in den Windschatten von Romain Grosjean hinein. Der Lotus-Pilot jetzt hier eben in Gefahr, dass er hier seinen achten Platz verliert. Innen in der ersten Kurve. Wir kommen ganz locker an Romain Grosjean, dem Franzosen, vorbei. So Leute, wir springen direkt in die 12. Runde hinein. Jetzt nach knapp 7 Runden. Mittlerweile sehr gut aufgeholt auf unseren Vordermann, nämlich unseren Teamkollegen Daniel Ricciardo, der Australier, anscheinend nicht so wirklich schnell unterwegs, wie wir jetzt hier in der ersten Kurve sehen. Wir allein schon, wie nah wir da rankommen. Jetzt schon im Windschatten unseres Teamkollegen. Und jetzt hier natürlich wieder die Bergaufpassage. Gleich die Rechtskurve. Wir gehen aus der Gischt hinaus. Und jetzt in der Rechtskurve das Duell der Bullen, was sich für uns entscheidet. Und damit sind wir auf Platz 7 mittlerweile wieder vor. Und unser nächstes Ziel war der Finne Valtteri Bottas, der jetzt in der 14. Runde einen großen Fehler macht, weit rauskommt. Und wir kommen hier ins Schleudern, aber kommen vorbei an Valtteri Bottas. Und damit sind wir wieder auf Platz 6. Relativ gute Begrenzung, nennen wir es einfach mal so, Schadensbegrenzung. So weit nach hinten sind wir jetzt nach den ganzen Überholmanövern auch nicht gefallen. Nächstes Ziel wäre Kimi Räikkönen, aber ich denke mal, der Finne, der Iceman, wie er auch genannt wird, ist, denke ich mal, ein bisschen zu schnell für uns hier, besonders im Regen, denke ich mal, wäre ich, wenn ich auf Platz 4 weiterhin noch liegen würde, wäre ich eh nur am Verteidigen. Jetzt in der 17. Runde der Boxenstopp angesagt. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob es das Fenster war, was wir einhalten mussten, ob es genau das Boxenfenster war, was wir jetzt einhalten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben so einen kleinen Undercut versucht quasi, also mal wieder einen etwas früher gezogenen Boxenstopp. Neue Regenreifen auf jeden Fall für uns. Boxenstopp-Zeit wie immer 3,7 Sekunden vorher nochmal eben kurz nachgeschaut.
wo der Vettel denn jetzt hier seine Probleme hatte. Denn der Vettel war ja eigentlich auf Platz 4 liegen, ging jetzt auch etwas früher an die Box. Vielleicht gab es da ja so Probleme mit dem Frontflügel oder ähnliches, weil mit dem Realistic Damage Mod geht das Ganze ja relativ schnell verloren. Jetzt in der 18. Runde, jetzt war auch langsam mal unser Teamkollege bzw. auch generell der größte Teil der KI an der Box. Jetzt nach der ersten Kurve schauen wir mal, auf welcher Position wir wieder hinauskommen. Das wird relativ knapp mit Daniel Ricciardo in die erste Kurve hinein. Und wir kommen immer noch vor unserem Teamkollegen im Red Bull raus. Und damit sind wir wieder erstmal auf Platz 7. Jetzt Rosberg plötzlich richtig langsam in der 21. Runde, hat anscheinend Bremsprobleme. Wir fahren eine Bestzeit im ersten Sektor, also da war es anscheinend nicht so wirklich heute der Tag für den deutschen Piloten. Im Mercedes, Teamkollege von Lewis Hamilton, hatte hier Bremsprobleme. Das hat man einfach wirklich sehr stark gemerkt. Sehr groß aufgeholt hatten wir da auf Nico Rosberg in wirklich sehr großen Schritten, weil der einfach viel zu früh gebremst hat. Jetzt in der 26. Runde, da ging ein Punkt an die Box. Ich denke mal, man sieht das Ganze da. Man sieht einen Punkt an der Box und wir sehen schon, Räikkönen überholt Vettel. Und anscheinend, so wie alles hier aussieht, ist dieser Punkt da an der Box wieder einmal Sebastian Vettel. Also jetzt knapp 10 Runden nach seinem Boxenstopp. Wir sind ja in der gleichen Runde mit Vettel an die Box gegangen. Anscheinend hier der nächste Boxenstopp beim Heppenheimer hat anscheinend nochmal Probleme gehabt. Nochmal ein Boxenstopp, der eigentlich nicht mal nötig war. Wir schauen mal hier, Vettel zweiter Boxenstopp, ausgeschieden waren bisher ein Alonso und auch, ich glaube, ein Manor Marussia. Aber das macht natürlich keine große Sache hier für uns aus, denn das sind eigentlich Piloten, die meistens immer hinter uns sind. Jetzt in der 33. Runde, das Rennen neigt sich so langsam dem Ende zu. Wir haben nicht mehr wirklich viel nach vorne und hinten zu verlieren. 4,4 Sekunden Vorsprung auf Bottas, wenn wir aufrunden, 4,5 Sekunden. Aber jetzt kam es plötzlich. Safety Car auf der Strecke. Es gab eine Kollision und noch 15 Autos im Rennen. Da haben anscheinend die ein oder anderen Piloten Probleme im Regen gehabt. Und da kam eben die Kollision. Mittlerweile der Regen auch ein bisschen abgeschwächter. Und wir werden auch am Ende sehen, dass das Ganze mittlerweile eigentlich für Intermediates schon war. Wenn nicht sogar sind diese Bedingungen hier schon langsam für die Intermediates, weil wirklich stark geregnet hat, ist nicht mehr die Strecke langsam auch abgetrocknet. Und wir sehen, Vettel ist ausgeschieden. Vettel und Hülkenberg sind ausgeschieden. Nicht irgendwie mehr hier oder Stevens. Sie waren, so wie ich gerade zumindest gesehen habe, noch im Rennen. Und Alonso ebenfalls ausgeschieden vorher noch. Also da gab es anscheinend eine etwas größere Kollision zwischen Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg. Und jetzt war ich auf jeden Fall richtig gepusht. Jetzt war das Podium noch drin. Jetzt war wirklich das Podium noch drin gegen Kimi Räikkönen. Und ich glaube, das war Felipe Massa auf der 2 liegend. Ob wir dann vielleicht auch Lewis Hamilton, der auf der, natürlich wo auch sonst, auf der 1 war, ob wir den vielleicht noch kassieren, das ist so die Frage. Aber wir hatten große Möglichkeiten jetzt. Wir hatten große Möglichkeiten, da vielleicht den dritten und zweiten Platz zu überholen. Jetzt hier nochmal eben schnell nachgeschaut, was überhaupt die vorne alles so für Zeiten fahren. Wir haben hier nachgeschaut, jetzt der Massa, der fährt auch so um den Dreh 1.18er, 1.19er Zeiten. Jetzt noch beim Räikkönen eben schnell nachgeschaut, der mit Abstand eigentlich so der langsamste von den allen, von den dreien vor uns war. Und da hatten wir eigentlich gute Chancen, denn von der Pace her waren wir eigentlich relativ gleichwertig im Vergleich jetzt zu den drei Piloten vor uns. Und deswegen hatten wir da eigentlich eine große Chance, eine gute Möglichkeit, da jetzt alles vielleicht wieder gut zu machen, unseren Fehler quasi wegzumachen. Und jetzt in der 35. Runde, vorletzte Runde, das Safety Car ging jetzt rein. Wir hatten natürlich unsere Probleme, denn Max Verstappen, ein Auto, was jetzt noch überrundet werden muss, muss jetzt anscheinend nach der Safety-Car-Phase, wenn die jetzt beendet ist und es wieder grüne Flaggen-Renntempo gilt, dann muss der hier wirklich Platz machen. Der darf gar nicht im Weg stehen, denn ein Auto vor Verstappen, das ist schon Kimi Räikkönen. Deswegen muss der Max Verstappen, 17 Jahre alt, mittlerweile hier versuchen, wirklich gar nicht im Weg zu stehen für uns. Hier das Schwesterteam natürlich. Wir müssen da hoffen, dass Max Verstappen nicht allzu in unseren Weg kommt. Und jetzt genau ist wieder Renntempo freigegeben. Grüne Flaggen werden gezeigt. Und natürlich hier schon direkt am Anfang unsere Probleme mit den etwas kalten Reifen. Beziehungsweise auch die Bedingungen waren einfach nicht mehr wirklich für Regenreifen. Zwei, drei Runden mehr und wir müssen eigentlich schon auf Intermediates gehen. Nasser steht auch ein bisschen im Weg, aber beide machen sehr gut Platz. Und jetzt in der ersten Kurve, wir holen massiv auf Kimi Räikkönen, auf den Iceman, der hier anscheinend seine Probleme hatte mit den Regenreifen, anscheinend ein bisschen zu hart gepusht vorher und jetzt hatten wir unsere Chance in der Gischt, im Windschatten von Kimi Räikkönen, jetzt aus der Gischt hinaus. Hier hatten wir öfters mal unsere Überholmanöver, sehr eng wird das Ganze und wir kommen vorbei an Kimi Räikkönen. Aber das war natürlich noch nicht gelaufen. Felipe Massa auch schon direkt vor uns. Also da hatten wir wirklich jetzt die Möglichkeit von 4 nach dieser Safety-Car-Phase auf die 2 zu kommen. Da, das Ganze noch sehr knapp da eben gerade mit P7
Perez gewesen. Jetzt hier in der Bergabkurve kommen wir sehr nah dran an Felipe Massa. Wird das Ganze reichen? Massa hat auch seine Probleme mit den Regenreifen. Jetzt wird's knapp. Er fährt die Innenbahn. Er fährt Kampflinie. Aber was passiert jetzt plötzlich? Er wird relativ langsam. Wir müssen hier abbremsen. Verlieren noch ein bisschen von unserem Frontflügel. Also da haben sich die Wege ein bisschen dumm gekreuzt. Jetzt sind wir innen gegen Massa und vorbei. Von 4 auf die 2 jetzt in einer Runde. Da, wo es entscheidend war, da sind wir da und haben uns hier Platz 2 erobert. Unglaublich, da am Ende hier noch durch diese Safety-Car-Phase Platz 2 erobert in die vorletzte, jetzt gleich in die letzte Kurve hinein. Und ich denke mal 2-3 Runden mehr und wir hätten noch Lewis Hamilton bekommen. Hier noch unsere Probleme gehabt, rausgekommen. Das Ganze wurde noch sehr knapp, aber wir kommen auf Platz 2 hier beim großen Preis von Österreich ins Ziel. Ich denke mal, wir haben den Zuschauern eine wirklich krasse Leistung geboten. Erstmal der Ausritt ins Kiesbett auf Platz 12 liegen, mussten wir da eine kleine Aufholjagd starten. Dann längere Zeit auf Platz 6, dann haben wir durch den Fehler von Nico Rosberg und anscheinend auch von Sebastian Vettel Platz 4 erobert. Und am Ende noch die Safety-Car-Phase, die uns auf Platz 2 gelotst hat. Lewis Hamilton gewinnt vor seinem WM-Rivalen, vor uns dahinter dann Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Carlos Sainz Jr., Pastor Maldonado kann sich wieder mal über Punkte freuen von 17 auf Platz 9. Starke Leistung von ihm, wir von 5 auf die 2. Jenson Button von der 16 auf die 10 sichert McLaren Honda auch nochmal einen Punkt. Und in der Fahrerwertung sieht es momentan so aus, dass wir 34 Punkte auf Lewis Hamilton Vorsprung haben. Dahinter dann Kimi Räikkönen mit 67 Punkten Abstand. Und dahinter wiederum Sebastian Vettel, der jetzt auch schon öfters mal ausgeschieden war, sowie auch der Mann dahinter Nico Rosberg. Beide mit großem Abstand, über 100 Punkte. Und in der Konstrukteurs-WM hatten wir auch unseren Vorsprung mit 26 Punkten auf das Mercedes-AMG-Team. Gut, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, was das jetzt hier für diesen Part der F1 2015 Mod-Karriere. Starker zweiter Platz hier nochmal beim regnerischen großen Preis von Österreich. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da für mehr F1-Content, um das Ganze nicht mehr zu verpassen. Auch ein Abo da lassen, wenn ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part beim großen Preis von Großbritannien in England in Silverstone. Bis dann, haut rein und Peace!